Der Teufel versteht keinen Spaß. So sagt es der Volksmund und er hat recht. Der Teufel mag keinen Humor. Alles ist bei ihm Trick. Trick 17, List, um zum Ziel zu kommen. Und wer sich auf ihn einlässt, das wissen wir, hat immer schlechte Karten, denn er wird immer betrogen. Wir können das als Unterscheidungsmerkmal nehmen, dass die Pharisäer sehr, sehr im Unrecht sind. Das wussten wir schon. Aber es ist so wichtig in der heutigen Zeit, das zu unterscheiden. Was ist List des Teufels? Und was ist die Absicht Gottes? Die Absicht Gottes hat immer die Freude zum Ziel. Barmherzigkeit gibt es beim Teufel nicht, Mitleid auch nicht. Gegebenenfalls ein sarkastisches Lächeln. Das ist aber kein Humor und keine Lebensfreude. Wenn wir Jesus sehen, welche Macht hat er? Wo kommt die her? Natürlich, es könnte rein theoretisch auch eine dämonische Macht sein. Aber das ist so schnell widerlegt. Handelt Jesus, wenn er heilt, im eigenen Interesse, wie der Teufel, der immer im eigenen Interesse handelt? Handelt Jesus im eigenen Interesse, wenn er uns zur Feindesliebe auffordert und es selber tut? Seinen eigenen Mördern verzeiht? So sagt es in einer Auslegung zu dieser Stelle Johannes Chrysostomus. Und er hat recht. Der Teufel bringt sogar denen Schaden bei, die sich ihm angeschlossen haben. Da weiß man nie, wo man dran ist. Am Ende ist man immer übers Ohr gehauen. Diejenigen, die Christus nachfolgen, haben es nicht immer leicht, gerade auch wegen der Angriffe des Bösen, aber sie werden niemals betrogen. Wenn sie sich denn ganz auf Gott einlassen und sich ihm anheimgeben. Und das ist die wichtige Frage, die am Ende des Evangeliums herauswächst aus dieser Stelle. Wessen Arbeiter wollen wir sein? Listreiche Trickser, die das Geschäft eines anderen besorgen? Oder wirklich Arbeiter im Reich Gottes, in dieser großen Ernte. Im Blick auf die Menschen. Wir brauchen manchmal nur in den Spiegel zu schauen oder in unsere Runde. Da sind wir ja nicht ausgenommen. Oder die Kirche zu verlassen und auf die Straße zu gehen. Da sehen wir das große, oft unbestellte Erntefeld. Wie und für wen gehen wir?